Warnung. Das Thema des Films, den Sie gerade im Begriff sind, sich anzuschauen, wird Ihnen ein entscheidendes Geheimnis Ihres Lebens offenbaren. Sie sollten sich ihn sehr aufmerksam ansehen, denn er befasst sich mit einem Thema, das geeignet ist, Ihre Anschauung der materiellen Welt fundamental zu verändern. Dieser Film erklärt nicht nur einen völlig anderen Denkansatz oder eine neue philosophische Ansicht. Diese Annäherung an das Thema ist heute eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache. Der Mensch ist von Beginn seines Lebens an darauf festgelegt, zu glauben, dass die Welt, in der er lebt, eine absolute materielle Realität darstellt. So wird er erwachsen unter der Einwirkung dieser Konditionierung und er baut sein gesamtes Leben unter diesem Gesichtspunkt auf. Die Erkenntnisse moderner Wissenschaft haben jedoch eine vollständig andere Realität enthüllt als bisher vermutet. Alle Informationen, die wir über die externe Welt haben, wird uns über unsere fünf Sinne vermittelt. Die Welt, die wir kennen, besteht aus dem, was unsere Augen sehen, unsere Ohren hören, unsere Nase riecht, unsere Zunge schmeckt und unsere Hände fühlen. Der Mensch hat seit seiner Geburt nichts anderes als seine fünf Sinne. Und alles, was er über die externe Welt weiß, wird ihm durch diese fünf Sinne mitgeteilt. Die Forschung hat jedoch in jüngster Zeit ganz erstaunliche Dinge herausgefunden über das, was wir die externe Welt nennen. Die Tatsachen, die dabei ans Licht kamen, enthüllten ein geradezu unmöglich scheinendes Geheimnis über die Materie, aus der die externe Welt besteht. Frederik Vester, Professor und Gehirnforscher, erläutert den Stand der Forschung zu diesem Thema. Die Äußerungen einiger Wissenschaftler, die vorschlagen, dass der Mensch eine Bildgestalt sei, dass alles, was erlebt wird, vorübergehend und illusorisch sei und dass dieses Universum ein Schatten sei, scheinen heutzutage durch die Wissenschaft bestätigt worden zu sein. Um dieses Geheimnis hinter der Materie besser verstehen zu können, sollten wir uns an das erinnern, was wir über den Gesichtssinn wissen, der uns die meisten unserer Wahrnehmungen der externen Welt liefert. Sehen ist eine biologische Funktion, die aus sukzessiv ablaufenden Einzelvorgängen besteht. Ein Lichtstrahl fällt von einem Objekt auf das Auge und passiert die Augenlinse, wodurch er gebündelt wird und anschließend auf die Netzhaut im Innern des Auges fällt. Durch die Netzhaut wird der Lichtstrahl in elektrische Signale umgewandelt und über den Sehnerv durch einen neuronalen Vorgang ins Sehzentrum im Hinterkopf geleitet. Der tatsächliche Akt des Sehens findet also tatsächlich im Sehzentrum statt. Alle Bilder, die wir in unserem Leben sehen und alle Ereignisse, die wir optisch wahrnehmen, erleben wir in diesem kleinen und völlig dunklen Organ. Dieser Film und auch die grenzenlose Landschaft, die Sie sehen, wenn Sie aus dem Fenster blicken, passen tatsächlich in dieses Areal von der Größe nur weniger Kubikzentimeter. Nun lassen Sie uns diese Informationen genauer untersuchen. Wenn wir sagen, wir sehen, dann sehen wir tatsächlich den Effekt, den die Lichtstrahlen, die unser Auge erreichen, verursachen, nachdem sie in elektrische Signale umgewandelt worden sind. Wenn wir also sagen, wir sehen, dann sehen wir die elektrischen Signale in unserem Gehirn. Es gibt einen anderen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Das Gehirn ist vom Licht vollständig isoliert.
Daher ist sein Inneres völlig dunkel. Deswegen ist es niemals möglich, dass das Gehirn direkt mit Licht in Kontakt kommt. Das ist eine interessante Situation, die wir mit einem Beispiel erklären wollen. Nehmen wir an, vor uns befände sich eine brennende Kerze, deren Licht wir sehen. Während wir dieses Licht sehen, sind das Innere unseres Schädels und unser Gehirn absolut dunkel. Das Licht der Kerze erleuchtet weder unser Gehirn noch unser Sehzentrum. Und trotzdem sehen wir eine farbige, helle Welt in unserem dunklen Hirn. Dasselbe gilt für alle anderen unserer Sinne. Geräusche, wenn wir etwas ertasten, Geschmack oder Duft, werden als elektrische Signale aufgenommen. Deswegen wird das Gehirn unser ganzes Leben lang niemals mit dem Original der um uns herum existierenden Materie konfrontiert, sondern nur mit einer elektrischen Kopie von ihr. An diesem Punkt müssen wir also feststellen, dass wir uns in die Irre führen, wenn wir annehmen, dass diese Kopien reale Materie sind, die sich außerhalb von uns selbst befindet. Diese physikalischen Fakten bringen uns zu einer unbestreitbaren Schlussfolgerung. Alles, was wir sehen, anfassen, hören und als Materie, die Welt oder das Universum wahrnehmen, sind nichts als elektrische Signale in unserem Gehirn. Wenn wir zum Beispiel einen Vogel sehen, so befindet sich dieser Vogel nicht in der externen Welt, sondern in unserem Gehirn. Die Lichtpartikel, die von dem Vogel reflektiert werden, erreichen unser Auge und werden hier in elektrische Signale umgewandelt. Diese Signale werden durch Neuronen dem Sehzentrum des Gehirns übermittelt. Der Vogel, den wir sehen, besteht also tatsächlich aus elektrischen Signalen in unserem Gehirn. Würde man den Sehnerv, der vom Auge zum Gehirn führt, unterbrechen, so würde das Bild des Vogels plötzlich verschwinden. Dasselbe gilt für das Gezwitscher des Vogels, das wir hören. Wenn der Nerv, der das Ohr mit dem Gehirn verbindet, unterbrochen würde, so wäre kein Laut mehr zu hören. Der Vogel, dessen Form wir sehen und die Geräusche, die wir hören, sind nichts als elektrische Signale, die vom Gehirn ausgewertet werden. Ein weiterer Punkt, der hier betrachtet werden soll, ist unsere Wahrnehmung von Entfernungen. Der Abstand zwischen Ihnen und diesem Bildschirm zum Beispiel ist nichts anderes als ein Gefühl des Raumes, das in unserem Gehirn gebildet wird. Auch Objekte, die sich aus der Sicht eines Menschen weit entfernt befinden, sind tatsächlich Bilder, die in einem bestimmten Bereich des Hirns zusammengesetzt werden. Wenn Sie zum Beispiel die Sterne beobachten, so nehmen Sie an, dass sie Millionen Lichtjahre von Ihnen entfernt sind. Tatsächlich aber sind die Sterne in Ihnen selbst, im Sehzentrum Ihres Gehirns.